Heute möchte ich euch mal diese Off-Grid-Insel-Anlage vorstellen, basierend auf einem Master Power aka Voltronic 5000. Schau, ob der fokussieren kann. Und zwar war die Idee, ein modulares System zu haben, wo man ein dickes Motherboard kauft und das dann peu à peu erweitert. Aktuell sind 4 Paneele und 4 Akkus, ganz kleine AGM, aus einer alten USV, das heißt alte USV. Das waren Ersatzakkus für die USV und ja, die wurden nicht gebraucht, weil die USV selber defekt war. Dann haben wir 3 Balancer, gibt es auch unter verschiedenen Markennamen, sind immer die gleichen. Und die balancen da lustig vor sich hin. Es sind 4 Paneele auf dem Dach. Batteriespannung 54 Volt. Also die Load. Ja, wir könnten ja mal eine Load generieren. Gell? Zack. So. Gerade scheint die Sonne, ist auch natürlich optimal. Was mir an dem Gerät sympathisch war, dass es scheinbar bis 10.000 Watt kurzzeitig überlastfähig ist. Das heißt, Einschaltströme von Pumpen, Generatoren, Kompressoren oder auch Elektroautos sollte kein Problem sein. Was ich etwas seltsam finde, ist, dass die Wattzahl so immer hin und her hüpft. Also insgesamt sind ca. 4x400 Watt verbaut auf dem Dach. Sonneneinstrahlung ist auch für Oktoberverhältnisse gut. Und er hüpft da immer bis 500 Watt und wieder nach Null. Ich bin davon ausgegangen, dass das Gerät auch ohne Akkus funktioniert. Das ist allerdings ein bisschen seltsam. Also, was auf jeden Fall funktioniert, ist, dass es kaltstartfähig ist. Er startet automatisch neu, sobald die Sonne rauskommt, also wenn der Akku leer ist und auch keine ausreichende Sonnenenergie vorhanden ist, dann schaltet er sich ab. Hier konstant charge, heißt die Batterien sind eigentlich voll. Okay. Eine 100 Ampere Sicherung hier zu den Batterien. Plus, minus, 4 Batterien in Serie. Diese Balancer sind immer so, dass das weiße Kabel quasi in der Mitte links rot, rechts schwarz, ist ein bisschen unübersichtlich, das Kabel, man sieht es besser. Auf dem Plan, also in der Mitte immer weiß, bei plus rot, bei minus schwarz, obviously. So, also die Idee war, ein modulares System zu haben, dass man jeden Monat, ich sage jetzt mal, vielleicht für, also 4 Batterien gibt es bei, zufällig ist es bei Pollen, von der Sorte, die gerade mal so 7,8 Amperestunden haben, 7,2 glaube ich, gibt es für 119 Euro und sind halt bei diesem USV-Einsatz eigentlich gedacht. Ich bin am überlegen, ob ich mir vielleicht welche von Effekta hole, Bleigel, weil ich damit eigentlich ganz gute Erfahrung habe. LiFO P4 wäre natürlich toll, aber halt auch teurer. So, jetzt schauen wir einfach mal, was interessant ist. Also, wenn ich jetzt den Akku abziehe, oh, ging direkt die Schiene mit raus. Scheiße, das war jetzt nicht absichtlich. Dann läuft er weiter. Also es ist quasi genug Sonnenenergie da. Auch die Load läuft weiter, wie man sieht. Hier, hübsche 60 Watt, noch eine alte 60 Watt Birne. Genau, also theoretisch kann man dieses Gerät ohne Batterien betreiben. Jetzt schalte ich mal die PV-Paneele ab. Dann geht er natürlich aus. Weil jetzt hat er auch keinen Strom mehr, woher auch, zack, aus. Jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn ich die Batterie auslasse, die Paneele wieder zuschalte, 4 in Serie, 160 Volt, er geht an. Die Frage ist, wird er auch die Load wieder anschalten? Also aktuell sieht er hier das Licht aus, passiert nichts. 6P heißt so viel wie keine Batterie angeschlossen. Das mag er nicht.
Übrigens, der Ausschalter da unten, der ist nicht für die PV, sondern der ist aber für den Inverter. Das heißt, wenn man den auf off, man soll den zwar auf off machen, bevor man hier... Was passiert jetzt? Fehler 15. Fehler 15 heißt PV Energy Low. Beep twice every 3 seconds. Also er schaltet die Load nicht an, wenn man jetzt rein über PV fährt. Ja, da kann man nichts machen. Ich kann es hier mal aus. Es ist quasi der Inverter aus, innen drin. Also so wahrscheinlich, also 15 Watt. Da kommt natürlich viel mehr von der PV aktuell. So dunkel ist jetzt nicht. Inverter wieder an. Das sieht gar nichts. Also er schaltet den Output nicht mehr an. Da sieht es, 160 Volt kommen rein. Also er schaltet die Load nicht mehr an, wenn keine Batterien angeschlossen sind. Also muss wirklich... So, Spannung, echt schon Abenteuer. Oh, ein wunderschöner Lichtbogen, ne? So, jetzt ist die Batterie nämlich wieder da. Aber irgendwie will er immer noch nicht. Doch, jetzt hat er wieder umgeschaltet. Jetzt meldet er immer noch den Fehler 15. PV Voltage too low. Ah, aber er hat jetzt auch wieder die Load angeschaltet. Jawohl. Wir sehen, die Birne brennt. Also ganz ohne Akkus wird man das Gerät nicht betreiben können. Leider. Auch wenn mir anderes erzählt wurde. Das heißt, auch die Akkubank ist natürlich viel zu klein. Also um, sag ich mal, durch die Nacht zu kommen oder sowas, reicht es nicht, außer man hat noch ein paar LED-Beleuchtungen. Ja, ansonsten, klar, das mit der Sicherung muss besser werden. Wahrscheinlich muss da noch ein FI ran. Und hier rechts, die IRTON-Sicherung ist eigentlich nur als Ausschalter gedacht. Vielleicht tauscht ihr auch gegen tatsächlich einen Ausschalter, weil jede Sicherung angeblich auch etwas Widerstand leistet. Ich habe jetzt, konnte jetzt keinen Widerstand messen, also nur, fast 0 Ohm eigentlich. Aber ja, also mir wurde empfohlen, gar keine Sicherung Richtung PV-Paneele einzubauen. Wiederum sollte man eigentlich einen Blitzschutz einbauen, macht ja Sinn, um das Gerät vor Blitz zu schützen. Da gibt es so orange kleine Kästen von APV, glaube ich. Ja, ansonsten das Ding, wie gesagt, startet neu, sobald die Sonne rauskommt. Das ist schon mal gut. Und ansonsten werde ich heute mal versuchen, weitere 4 Akkus anzuschließen. Ich ziehe das Kabel wieder ab. Mache auch PV aus. Also wir haben hier noch weitere 4 von diesen AGM Bleigel Akkus. Die wurden auch alle einzeln geladen, dass sie alle einigermaßen die gleiche Voltzahl haben. Und da kommen dann auch irgendwann mal Balancer ran. Sind schon bestellt. Das sind die 4 Paneele. 1, 2, 3, 4. Die da hinten sind von München Solar, die sind von Jahr-Solar. Und das dahinter ist eine seit 10 Jahren wunderbar laufende Volleinspeiseanlage. Die soll auch so bleiben. Und zusätzlich dazu wollte ich jetzt mal mit Insel.